Zurück zu Defiance. So, wir spielen weiter die Episodenmissionen und zwar steige ich jetzt mit der vierten Episode ein. Im ersten Teil. Müsste gleich hier der Questgeber kommen. Hier sind Menschen, die gerettet werden müssen. Okay, so, müsste hier sein. Genau, Episode 4, die Verbrecherjagd, erster Teil. Echelon ist in Paradise einmarschiert und sie stellen einige schwierige Fragen. Hilf mit, den Hintergrund ihrer Verbrecherjagd aufzuklären. Irgendwo in der Nähe hat Echelon auf der Suche nach Nolan alles umgekrempelt. Sieh zu, was du rausfinden kannst. Jo. Kein Problem. So, Junge. Hey, du, hast du einen Arschenjäger namens Nolan gesehen? Zieht mit so einer Iratierin umher. Das werde ich dir nicht verraten. Mit ihm zu besprechen. Okay, und was wollen die jetzt hier von mir, die Jungs? Mit dir. So, hier. Kannst du schon bald übersehen, den Datenrekorder. Gut, das war abgeschlossen. Dann machen wir mal so schnell wie möglich zum zweiten Teil, was dann schon da ist. Danke! Schade, dass ich nicht mehr tun kann, um mich zu revanchieren. Das ist nicht gut. Ich muss wissen, was diese Söldner sonst noch vorhaben. Ja, ich auch. Also. Bis zum zweiten. So, da wollen wir mal die vierte Episodenmission angehen. Vierte Episode. Und zwar ist das jetzt, glaube ich, der zweite Teil. In der Zwischenzeit wird es schon wieder dunkel hier. Na, ich mache Spaß gerne. Mal drüber springen über den ganzen Mist. Und da sind wir aber auch gleich schon da. Das sollte nicht passieren. Jawohl. So, meine Güte. Genau, Episode 4, die Verbrecherjagd, Teil 2. Echelon verfolgt Nolan, einen Verbindenden von Cooper und Rin. Du musst herausfinden, wie viel sie wissen. Akzeptieren. Los, gehen wir. Jo. Ich habe das Ziel markiert. Das Stück vor, ich glaube, nicht gelogen. Ja. Ja, wollt ihr mit oder was? So, sind wir ja schon da. Und zwar ist das gleich hier oben. Und zwar hier. Und geht nicht. Ganz toll. Hängt, oder ist das hier unten? Moment. Nee. Das ist schon hier oben.
Aber das ist kein Problem. Ich hab das ja alles schon mal durchgespielt. Da gucken wir doch mal nach den Datenrekorder. Und zwar gucken wir mal hier am Datenrekorder. Und wir sind bei Waffenstillstand meistgesucht. Ist das die hier? Treffen mit seiner Überprüfung? Nee. Das ist es. Verbrecher, ja. Das ist er doch. Ja, genau. Wo ist Nolan? Genau. Ja. Da gucken, hören wir uns doch mal die Aufnahme an. Segulu, wir suchen einen Archenjäger namens Nolan. Nie gehört. Wir stecken hier mitten in einer Partie Lachs. Ach komm, Zack, du kennst sie alle. Du bist doch hier der Chef. Schuldig im Sinne der Anklage. Erwischt. Wo ist Nolan, du Scheißkerl? Ganz ruhig. In der Bar sagt man, dass er nach Osten will. Mit dem Edelstein. Welcher Edelstein? Ich hab nie mit dem Kerl geredet. Ehrlich. Wenn ich rausfinde, dass du lügst, tapeziere ich den Drecksladen hier mit deinen Eingeweiden. Entspann dich. Alles cool, Mann. Wenn du Nolan umlegst, würde ich mich um diese Iratia-Braut bei ihm kümmern. Okay. Also, wir wissen Bescheid. Und dann mache ich mal den dritten Teil, und der dritte Teil geht ja weiter. Machen wir das hier und abbrechen. Episode 4. Diese rabiaten Raiders halten den Vorarbeiter und weitere Arbeiter als Geiseln. Wir müssen sie retten. Hier geht's weiter. Ganz genau. Also, auf zum dritten Teil. Und weiter geht's mit der Episode 4. Und zwar die Verbrecherjagd Teil 3. Echelon ist nun dicht auf den Fersen, aber sie folgen möglicherweise der falschen Spur. Find heraus, was sie wissen. Du, gut, dann. Ich weiß, wohin wir müssen. Toll. Los. Dann bestimmt mal mein Mägelchen. Bring sie zurück! Waffen bereit! So, dann wächst du jetzt hier. Was seid ihr für welche? Okay. Wir haben es versucht! Ja, Junge, das bleibt nicht aus bei so einem Flash. Lass mich raus. So, noch jemand. Das war jetzt eine schwere Geburt hier. So. Ah, hier haben wir einen Datenrekorder. Okay. Dann gucken wir doch mal.
trifft sich mit Rind bei der eisernen Möhnranch. Okay, gut, tue ich das. Mit ihm zu besprechen. Das ist nicht gut. Ich muss wissen, was diese Söldner sonst noch vorhaben. Triff mich beim Gesetzeshüter. Wir müssen ihm erzählen, was seinem Freund bevorsteht. Okay, also. Die sind Nolan schon ziemlich auf der Spur und ich soll jetzt mich mit dem Gesetzeshüter treffen, mit Kuba. Und zwar hier unten in seinem Keller. Und da gehe ich doch mal ganz schnell hin. Cooper wartet drinnen. Er muss erfahren, was wir über Nolan und Varys herausgefunden haben. Gut. Lass das schmecken. Diese Flasche hier symbolisiert etwas. Heute ist mein freier Tag. Und du störst ihn. Also was zum Teufel ist so wichtig? Varys. Er hat etwas vor. Varys hat immer etwas vor. Das ist bei Arschlöchern so. Es geht um Nolan und Irisa. Hör zu, Kleines. Nolan hat Varys bestohlen. Varys lässt sich nicht gern bestehlen. Solange er sich von der Bay fernhält, ist er sicher. Was juckt es dich überhaupt? Nolan hat dich doch verhaftet. Und dann befreit. Zuzulassen, dass er wie ein Hund gejagt wird, wäre unehrenhaft und würde meinem Vater Schande bringen. Ich habe geschworen, das niemals zu tun. Nicht nochmal. Was? Was ist los? Verstehe. Es ist etwas passiert. In Defiance. Iratia, Stammesmann. Schwer verletzt. Sokka? Dein Vater liegt im Koma. Diese Nachricht ist schon Tage alt. Warum hast du nichts gesagt? Der Weg zurück ist gefährlich, Rin. Ich hab's schon mal geschafft. Was genau willst du denn dort tun? Die Chancen, nicht von einem miesen Kopfgeldjäger erwischt und in Vegas eingesperrt zu werden, sind gleich null. Es ist zu riskant, Rin. Das entscheidest nicht du, Gesetzeshüter. Wieso verheimlichst du... Moment. Du wolltest Nolan schützen, oder? Er hat das Zucker angetan, stimmt's? In diesem Business passiert sowas leider. Rin, hörst du? Ich gehe. Ich glaube, meine Bewährung ist ja wohl um. Wir beide wissen, dass du freiwillig geblieben bist. Übrigens, Varys lässt Nolan von Eckerland suchen. Sie wissen, dass er in Defiance ist. Verdammt, Nolan. Verdammt, Nolan. So, das war jetzt, müsste eigentlich die letzte Etappe der Mission, Story-Mission gewesen sein. Also dann, ciao. Danke, ciao.